Süßen. Guten Tag, meine lieben Liebenden, meine lieben Palia-Liebenden. Mein Name ist nicht Brichtmut Schneider. Ah, der war cool. Der Käse war echt cool. So. Wieder ein Stündchen Palia. Heute haben wir den 4. Heute ist Montag. September wohlgemerkt. Draußen ist es relativ kühl. Die Sonne scheint aber wie dolle. Es ist noch 10:15. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr ist es denn hier drin? Ich habe gar nicht geguckt. Es ist so dunkel. Es ist irgendwie so muffelig dunkel. Das war ja so quer, ist ein bisschen. Jo. Heute dann 6 Uhr morgens. Oh, sehr schön. Gut, was haben wir dann? 1, 2, 3, 4. 4. Dann rausschmeißen, 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 rausschmeißen. Ah, apropos, ich muss auch. Was sind das? Okay. Ich muss eigentlich auch noch die ganzen Items für das Quest reinholen, weil ich wollte ja heute zu Nayuma gehen auf den Markt. Ne, Quatsch, hier. 36 Zwiebeln. Da haben wir auch 36, das am meisten. Das auch reichlich. Reichlich, reichlich. Am wenigsten. Also dann machen wir hier 1, 2, 3, 4. Ich hätte ja auch gleich einen Kack mitnehmen können, aber naja. Naja. Wie sieht's hier aus? Oh, 60. Sehr schön. Ihr dürft euch an was bitteschön laben. Hm. 1, 2, 3, 4. Und 20, sehr schön. Ihr auch an der Kartoffel. 1, 2, 3, 4. 4? Ja, so, 3. Ja. Logisch, einer hat er schon gegriffen. So, ich habe heute wieder viel zu wenig geschlafen. Ich bin aber topfit. Aber das ist wahrscheinlich nur eine Illusion, weil ich vom Kopf her so überdreht bin, dass mir das nur so vorkommt. Also wieder so Koffeinschock, Koffeinüberdosis, obwohl ich gar keinen Kaffee trinke und kein Cola. Aber so fühle ich mich gerade. Und deswegen, dank meiner niedrigen Hemmschwelle zurzeit und meiner erhöhten Risikobereitschaft, was mich mit dem Fahrrad einen Waldberg ein bisschen zu rasant runter hat fahren lassen. Ja, also für einen Schisser wie mich ist das ungewöhnlich. Werde ich dann heute mal das Auto und das Fahrrad stehen lassen, wenn ich zur Ärztin fahre und meinen ersten Beratungstermin habe. Also dann kann ich dann sagen, ich bin Bus. ich bin heute Bus. Sag mal, was ist denn hier? Ist alles in Ordnung? Ja, ist alles. Das kann ich verkaufen. Da gibt es Kohle. Der schafft nichts. Der darf zweimal schaffen. Ach du Scheibenkleister. Wie lange dauert denn das? Ah ja, das ist fertig, wenn ich nochmal da bin. Da kann ich hier jede Menge Zeug reinschmeißen. Apropos, ich hab doch. Ich habe doch eigentlich einen Haufen Zeug hier reingeschmissen, ne? Ich meine, ich müsste eigentlich mal was reinschmeißen, das tatsächlich mehr als so 48, ich mache ja immer einen über einen anderen Tag, also einen Tag Pause. Also mindestens 48 Stunden dazwischen. Wüsste ich jetzt nicht, von irgendwas habe ich dann wahrscheinlich eher nicht genug, ne? Eher nicht. Es steht auch nicht dran, wie lange es braucht. Aber vielleicht sind's. Bräuchte ich eigentlich auch nur so. So 60 Sachen von irgendwas.
Und das würde dann schon funktionieren, weil anscheinend alle eine Stunde brauchen. Ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass irgendwas wie schneller geht. Es kommt halt nur drauf an, wie viele Fokuspunkte das bringt. Nur bei manchen steht ja kein Fokuspunkt dran. Also, wie das dann gerechnet wird. Jo, halt, ne? Ah, apropos, ich wollte. Ne, also, ich bin ein bisschen fahrig. Und dass mir da mir heute eine Glasschüssel schon runtergeklatscht ist. Okay, die hat nicht wirklich zu den anderen Dessert-Schälchen gepasst, aber. Ne? Das kenne ich noch von meiner Jugend. Da hatte ich, also ich weiß gar nicht, wie viel Glasflaschen, Gläser und so Zeug mir aus den Pfoten geflutscht ist. Das ist also, das geht auf keine Kuhhaut. Und ich war heute ein bisschen unvorsichtig. Deswegen werde ich heute, wie gesagt, das habe ich mir gestern schon gedacht, als ich noch meinte von wegen, ja, wenn ich dann meinen Stiefvater besuche. Die lange Strecke, 110 Kilometer, ist ein bisschen ambitioniert. Mit dem Zug könnte man doch auch fahren. Daher könnte ich auch mein Fahrrad mitnehmen. Und könnte ich dort halt ein bisschen so in der Gegend rumgurken mit ihm. Wäre auch geil. So, jetzt bin ich hier schon wieder. Moment. Das Feuerwerk. Wo ist denn das? Das ist. Das war das hier, oder? Oder war es das hier? Ausrüstung? Questgegenstand, genau. So, und ich wollte eins mitnehmen für Nayuma. Ach so. Ja, das nimmt sie auf jeden Fall, denke ich mal. Aber das auch wahrscheinlich eher, ne? Also ich bin zuversichtlich, dass die Sachen eigentlich ihr gefallen werden und das hier nimmt es auf jeden Fall. Also von daher würde ich mir davon ausgehen, das ist so die sichere Bank. Bei dem ist es ja, das ist für Sifu, das habe ich jetzt einfach mal hier drin gelassen. Bei Hekla ist es ja, ne? Pff, da muss ich fragen, was die will. Okay, 100 haben wir doch schon von. Jo. Jo. Ach so, das Essen, genau. Ich habe ja Essen gekauft. Das hier, das wollte ich eigentlich auch nie schenken, aber vielleicht braucht man das für das Quest irgendwie. Und dann muss ich es doppelt kaufen. Und die Tasse hatte ich ja, aber das ist ein Möbelstück. Ich weiß jetzt nicht. Die haben bis jetzt noch nie Möbelstücke gewollt, oder? Nochmal hier rein. Hier, hier. Ach, was ich noch gucken wollte, und zwar, wenn jemand eine Anfrage macht, also Silbererz. Ja, komm, ein Christel. Wenn jemand eine Anfrage, also wenn ich eine Anfrage mache, kann ich da auch Möbel? Nee, ne? Ah, keine schicken Möbel. Da kann mir auch nicht der Weihnachtsmann so einen schönen Phönix schenken. Oh, schade. Achso, ja. Jetzt habe ich das Erz vergessen. Hä? Frösche? Oh, ja, klar. Das habe ich doch jetzt angenommen. Nicht, dass ich das. Da war nur ein Dings. Habe ich das? Ja, sehr schön. Da war so ein bisschen ineinander verschachtelt. So, jetzt muss ich mal schnell abhauen, dass die kommt und gucken will. Das ist sehr nett von dir, aber ich habe keine Zeit. Ich habe Dinge zu tun. Ach, ich habe vergessen zu gießen. Und nochmal zurück. Ja, es ist, Also so ging es mir gestern. War gestern schwimmen. Zum ersten Mal seit 14 Jahren bei uns in dem Kombibad. Vorher war es im Wald. Ach, wunderschön. Ich habe das echt geliebt. Ne? So ruhig und morgens kein Schwein da. Außer die Rentner halt. Und als ich dann Ferienjob hatte, da bin ich zu den unmöglichsten Zeiten konnte ich dann dorthin gehen. Nach dem Job dann sich so schön entspannen. Ah, das war toll.
Und ich habe da meine 2 Kilometer da abgerissen. Ich bin kein auf der Wiese-Lieger, eine auf der Wiese-Liegerin. Die Ruhe hatte ich eigentlich nie. Ich musste immer irgendwie Leistung, Leistung, Leistung. Und vor allen Dingen auf der Wiese kann mich ja jemand sehen. Ne? Also im Wasser sieht man ja nur Druck, mehr nicht. Hashtag Übergewicht, ne? Also, oder, ne? So. Egal. Und, wo war ich? Sicher? Das so, hä? Hi, ha, hu, ha, hi, Eichhörnchen, was, wie? Wo war ich geschwommen? Das mit dem Schwimmen, ich war schwimmen, ja, schön. Ja, da habe ich auch, einen Tag vorher habe ich mein Päckchen gepackt. Alles, was ich so brauche. Und so eine 20 Minuten davor ist mir dann eingefallen, ach nee, da muss ich ja noch essen und noch trinken. Und es ist Mittagszeit, da muss ich vielleicht doch ein bisschen mehr mitnehmen, eventuell. Ne? Und da hat es dann wieder 20 Minuten gedauert. Es kam mir länger vor. Ich war dann wieder sehr, sehr, sehr hibbelig und bin dann losgekurft. Und dann stehe ich vor dem Schwimmbad und da steht da, wegen Krankheit erst um 12 Uhr auf. Und es war 20 nach 11. Und anstatt voll Niederlage zu verspüren, habe ich gedacht, ja mei, die paar Minuten kann sie jetzt auch noch warten. Habe ich ein bisschen gewartet, habe mein Gedöns gegessen, so ein bisschen an meinen Nüssen geknabbert, Paranüsse, Pflaumen und Cranberries hatte ich dabei. Dörrpflaumen so, also schon so feucht, die waren schon sehr klebelig. Also ein Wespenmagnet eigentlich. Und irgendwann dachte ich, ja, du hast doch ein Handtuch dabei. Du kannst dich doch genauso gut hier auf die Wiese placken. Sieht's vielleicht. Früher hätte ich gedacht, nein, das sieht scheiße aus. Die Leute gucken dann. Ja, ich habe im Moment so eine Gelassenheit. Und mir ist klar, dass das vollkommen Wuppe ist, was die Leute denken. Weil, ne? Warum soll ich mir über Zeug Sorgen machen, was ich eh nicht kontrollieren kann? Aber ich dachte früher, ich könnte das irgendwie manipulieren und kontrollieren, ne? Also da habe ich mir einen Wahnsinnsdruck und Gedankenkarussell drum gemacht. Im Moment bin ich so in der Phase. Also nicht völlig scheißegal, sondern einfach nur analytisch logisch. Ich liebe diese Phase geradezu, ne? Ich bin aber auch ein bisschen besorgt, dass das vielleicht nur eine Phase ist, dass das ein Symptom sein kann. So wie der Typ, der im Fernsehen mal eine Droge ausgetestet hat und hat vorher und nachher irgendwelche Geschichtlichkeits- und Rätsel gemacht, G Geschichtlichkeitstest und was weiß ich, so Wissensrätsel oder keine Ahnung, irgend so ein Zeug halt. Und auf Droge war der Meinung, dass er viel konzentrierter, viel heller wach, klar ist und dass er eine viel höhere Leistung hat und objektiv betrachtet, nachher bei der Auswertung der Tests, wurde klar, nein, ganz im Gegenteil, er wurde sogar schlechter. Aber der Eindruck war anders. Und so geht es mir im Moment. Deswegen, ja, den Fachmann drüber gucken lassen. Ne? Wie gesagt, heute Abend habe ich ja den allerersten Termin bei der Hausärztin. Die kann mich dann weiterverweisen. Jetzt mal ohne Scheiß. War der Turm schon immer da? Ich entdecke viele neue Dinge heutzutage. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Also ich meine, der wäre neu. Jo. Ist ja geil. Ist ja wurscht. Ist jetzt nicht lebensbedrohlich, dass da was steht, ne? Also, sei es drum. So, was haben wir dann da? Feines. Pfeil! Jede Menge Pfeile, die ich Sifu schenken könnte. So, mit dir wollte ich nicht schwätze. Ich wollte eigentlich so mit Kenyatta wege. Obwohl, das kann ich auch auf dem Fest machen, ne? Das kann ich auch auf dem Fest machen.
Jo, dann flatschen wir mal aufs Fest. Das ist ja auch schon wieder bald. Beziehungsweise Angeln, ne? Ja, so in die Richtung Angeln, da war ich auch noch nicht so wahnsinnig oft. Was wollte ich denn noch so machen? Fischstellen vertraut machen? Den Walknochen angeln, ja, das mache ich jetzt nicht, weil ich ja mit Nayuma auf dem Markt labern will. Ja, so jemanden im NPC. Mann, krieg ich hier wieder. NPC begegnen, wenigstens mit ein bisschen quatschen, ne? Also nicht extra suchen gehen, sondern guten Tag sagen, höflich sein, ne? Ah, guck mal da. Der hat mal eine Frage. Ich habe Nayuma jeden Tag vor dem Schlafengehen eine Tasse süßen Blättertee gebracht. Ach, guck mal da, habe ich sogar dabei, so Süßkraut. Da meinte sie eines Tages, sie könne ihren eigenen Tee machen. Ich sehe aber immer noch, dass unser Bestand an süßen Blättern abnimmt. Also, die steht auf Süßblatt. Gut. Man kann nie zu viel Kupfer haben, vor allem wenn man seine Werkzeuge verschlissen hat. Also, er hat mir im Grunde genommen jetzt für Nayuma einen Tipp gegeben. Das ist ein guter Vater. Also, er macht sich ja schon Gedanken um sie, ne? Was könnte ich. Nö. Dir wollte ich ja nichts schenken. Obwohl, bei dem könnte ich schenken. Der ist ja kein Date Fuzzi. Der geht mir ja nicht auf die Bälle. So, dann würde ich. Kannst du sowas gebrauchen? Ach, der Lieblingssessel reparieren. Schön. Seit diese Chaba in meiner Hütte durchgedreht ist, ist der nicht mehr ganz so bequem. Okay. Es war ja eigentlich für Sifu-Leder, aber wurscht. Ach, guck mal da, dich gibt's auch hier auf der Strecke. Das ist schön. Ja, du willst ein paar neue Theorien ausklamüsern. Wie kann ich helfen? Ich hab's jetzt aber nicht dabei. Habe ich mit allen schon drüber gesprochen? Ja, ich hätte es eigentlich mitnehmen können, ne? Kannst du dir das bitte jetzt aus dem Lager ziehen? Da hinten ist gerade eben Kupfer aufgeploppt, gell? Oh, yes. I haven't forgotten about that. I offered you a few your joyful critters in exchange for your fossiled one. Sie haben ein Geschäft gemacht. Wonderful. Oh, my hands are positively trembling with excitement. Also, sie hat mir ja schon ein Angebot gemacht, dass ich jede Menge Käfer dafür bekommen könne. Und das habe ich zugestimmt und sie sagt, sie freut sich so sehr und ihre Hände kribbeln vor Freude. You have my eternal gratitude, Sally. Ihr habt meine ewige Dankbarkeit. Expect me to contact you with my findings once we've brought this little critter back to life. Oh Gott, bitte nicht. Das arme Vieh. Das ist total verwirrt. Ganzen Geschwister tot. Die Königin weg. Nein. Erwarte meine Nachricht, wenn ich die Befunde über dieses kleine Käferchen habe, dass ich zum Leben erwecken werde, oder? Ja, sie will es mal. Ich liebe es, mich um meine Fische zu kümmern. Dank ihrer scharfen Nasen habe ich schon so manches Geheimnis gelüftet. Ach, jetzt hätte sie eigentlich, naja. Ah nee, ich habe ihr ja gar nichts geschenkt. Ich habe hier ja was gegeben. Questing habe ich gegeben. Wenn du irgendwo einen gefleckten Stinkkäfer siehst, gib mir Bescheid. Sie sind ziemlich nützlich, wenn man Feinde abschrecken will. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Sterne. Vor allen Dingen den blauen da, der Schmetterling, der habe ich nur normal. Der Dämmerfalter. Ach, Dragonschrein. Habe ich den dort gewischt? Keine Ahnung. Boah. Schon so lange her. So, das ist doch noch weg. Das da ist auch ein Questgegenstand. Das kann ich genauso gut weg hier tun. Die wird sich das ja selber rauskrabbeln. Ach, guck mal da. Also, ihr habt ja Glück, dass ihr auf meinem Weg seid, ne? Die Post habe ich dir schon gebracht, aber wenn du plaudern willst, bin ich ganz Ohr. Was stehst denn du so? Ich habe versucht, einen Stinkkäfer zu fangen. Du auch.
Aber sie krabbeln mir ständig davon. Stinkkäfer. Ach so, ich habe ja nichts für dich. Nee, ich wollte hier mal gucken. Jetzt hätte ich zum Beispiel genügend Geld für so ein. Ja. Genau die. Wie gesagt, ich bin im Moment nicht so auf der Höhe. Ich liebe es, wenn Siki neue Sachen in seinem Laden hat. Einmal hatte er einen Spielzeugvogel, der wirklich fliegen konnte. Ich bin so neidisch auf ihn. Die Erwachsenen von Grimalkin können überall hinreisen und die coolsten Sachen sammeln. Aber wenn ich groß bin und den gleichen Weg wie meine Familie einschlage, könnte ich den Hof nie verlassen. Ja gut, der Hof wird eh dein Bruder. Der arme Kerl hat wieder keine Beine. Also kein Schritt. Ja, ich muss dran denken, im Laden noch Butter zu kaufen oder Milch oder irgend sowas. Damit ich wieder so eine Münze kriege. Ich meine, ja gut, den Hof muss man wahrscheinlich zu mehreren bewirtschaften. Aber der Hof kriegt doch wahrscheinlich der Ältere. Oder nicht, oder wie, oder hä? Ja gut, können sie es ja aufteilen. Der eine kümmert sich um den Viehkram, der andere kümmert sich um Gemüse und so, ne? Wird vielleicht erwartet, mir hier lang geht. Sag mal, war das auch schon da? Ich sehe Dinge. Sowas fand ich ja früher extrem irritierend, ne? Du kommst in irgendeinen Raum und irgendwas ist anders und du weißt nicht so genau wieso, weshalb, warum und du zweifelst an deinem eigenen Verstand. Das ist anders gemacht worden. Oh. Ne, warte mal. Das ist Blödsinn. Das ist ja ganz Quatsch. Das ist ja hier nach Bahari, gell? Jo. Ja, okay, mit der Orientierung habe ich es zurzeit auch nicht so. Da ist auch ganz was im Argen. Vor allen Dingen, wenn ich noch dabei laber, ne? Dann quatsch ich mich selber duselig. Heute Nacht habe ich Relaxing Zen-Musik aufgelegt, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und auf einmal quatscht da irgendeine Werbung rein. Ich habe einen neuen, ich habe Firefox habe ich gelöscht und habe neue runtergeladen. Und irgendwie hatte ich anscheinend einen Adblocker und wusste das schon gar nicht mehr. Ich dachte, das wäre Standard, weil, ne? Ja, ich habe die Werbung auch nicht vermisst. Und dann quatschen die in meine Relaxing Music rein, ey. Das ist so ein Schwachsinn. Ich meine, Werbung ist hier sowieso schon nervig, ne? Zum Glück war es ziemlich ruhige Werbung. Also es war jetzt nicht so Baba, Balla und Randale oder so. Aber es war schon so, hä? Mä? Es war so ähnlich wie vorhin, als ich auf meinen Notizzettel schaute. Hier bei Palia, was ich so zu tun habe. Und da steht ein YouTube-Link. Und dahinter steht Teil 2 Ausrufezeichen. Und ich so. Das ist schon zu lang her. Ich hätte mir doch eine Notiz dahinter schreiben sollen, warum zum Geier ich das da gespeichert habe. Was will mir das Notizstück sagen? Ach, gut. Oh. Hallo. Ist ja auch am. So eine süße Mitzekatze. Das ist auch mehr ein Fuchs doch, oder? So ein bisschen schon. Ach, scheiße. Ich war wieder zu ungeduldig. Also Pfeife. Merde. Pardon.
Ja, ich bin auch sehr direkt und fluche auch. Also, was heißt fluche? So viel Schlechtes passiert mir in letzter Zeit nicht, weil ich sehr gelassen bin. Wenn mal was Schlechtes passiert, dann denke ich so, ja, mein Gott, guckst halt, dass du das anders hinkriegst. Wo ist das Problem? Ah. Huch. Das war's. Ja gut, jetzt haben wir halt ein bisschen Bonus, ne? Können wir den auch ausnutzen. Bis Dingens Uhr ist, 6 Uhr oder so, wann dann, ne? Ich habe gestern zum Beispiel, habe ich was gesucht und gesucht und in Unterlagen und habe ich es nicht gefunden. Ich weiß ganz genau, dass ich es haben muss. Ich weiß nur nicht, wo ich es hingeschlampt habe. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja komm, findest du jetzt nicht. Ich musste halt konsequent wirklich alle Papiere mal durchgehen und auch mal ordnen. Aber im Moment habe ich auch andere Sorgen. Und dann bestellst du den Krempel, bestellst du halt einfach nochmal. Und während du bestellst, findest du es vielleicht und dann hast du es halt doppelt, ist auch nicht schlimm. Aber sich halt nicht irre machen und wieder so, nein, meine eigene Unordnung, ich bin wieder schuld. Nö. Nö, dass ich schuld bin, weiß ich auch so. Also da brauche ich nicht noch extra mir das 15 Mal zu erklären. Also. Aber heute genauso. Also, wo ich dann irgendwas hier irgendwo hinstelle und anstatt, dass ich es konsequent an den Ort trage, wo es hin soll. Ich bin da halt, ne? Also ich merke es schon. Dafür, dass es mir mental richtig gut geht, habe ich halt andere Dinge, wo ich merke, das ist nicht in Ordnung. Also das ist entweder so dieses, sich selbst vormachen, dass es einem gut geht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Deswegen, wie gesagt, Beratungstermin und ne, da soll mal eine Fachfrau drüber gucken und mir sagen, ey, Madam, das hast du dir, ne? Das hast du dir ein bisschen anders vorgestellt wahrscheinlich, aber das, was du da denkst, das ist nicht wirklich logisch. Und auch wenn es dir so vorkommt. Also vernünftig bin ich zurzeit wahnsinnig. Also richtig konsequent und vernünftig und gelassen. Aber wie gesagt, da der Schlafmangel und die niedrige Hemmschwelle, die hohe Risikobereitschaft und jo, dann fährt man lieber mit dem Bus statt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Ne? Weil mit dem Fahrrad, wenn ich in die Stadt muss, ich kenne zwar die Hälfte der Strecke ist von der Straße abseits vom Verkehr. Das nutze ich sehr gerne, auch wenn ich da durch einen Umweg fahre. Aber ein Teil muss ich halt doch auf der Straße fahren. Und das ist. Und vor allen Dingen Berg runter. Das ist, wie gesagt, im Moment ein bisschen. Ist mir das zu haarig, so wie ich drauf bin. Ich merke das erst so, wenn ich einen Ticken zu schnell werde und fange zu bremsen und das Hinterrad wird schwammig. Da habe ich dann schon im Wald gemerkt: Oha, das ist neu. Das ist normalerweise nicht dein Stil. Du bist ja normalerweise so ein Schisser hoch drei, ne? Ich möchte ja schließlich nicht, ne, auf die Fresse fallen und mir Schürfwunden bis zum Gaumen einhandeln. So ein paar Kriegsverletzungen, die muss ich jetzt nicht unbedingt haben, um cool zu wirken. Die war flott, diese. Oh ja, mach du nur. Dann guckst du mal kurz in den Augenwinkel und auf einmal so vorbeigehuscht. So wie der Turm war vorher noch nicht da, oder? Ich weiß es jetzt nicht so genau beim Rathaus. Könnte schon vorher da gewesen sein. Wahrscheinlich war er auch schon da, aber irgendwie
Ne? Ich habe eine Epiphanie nach der anderen. Und ein genialer Gedankengang nach dem anderen. Und ne, also, wie gesagt, das ist wahrscheinlich alles Inbildung. Das ist so wie der Stephen King, der hat ja in seiner Hochzeit hat er ein Buch nach dem anderen geschrieben, weil er auf Koks war oder hey, was weiß ich, was für Drogen der hatte genommen hat. Er hat es mal irgendwo in einem Interview oder in einem Memoran oder irgendwo hat er es gesagt. Also zumindest hat er es nicht verneint oder so. Egal. Auf jeden Fall ist es so, der war zwar unheimlich produktiv, weil er nicht geschlafen hat. Ich meine, ja, ne, je mehr Wachzeit, desto mehr Arbeitszeit vielleicht. Und er musste sich beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass das, was er geschrieben hat, also. Es ist brillant, ja, das schon. Aber A, die Gesundheit dafür aufs Spiel zu setzen, ist ziemlich bescheuert. B, diese ganzen sexuellen Aspekte, die er in seinen Büchern hat, die bewundere ich einerseits, ne, weil er eben keine Hemmungen hatte, das zu schreiben. Das sind solche Tabu-Dinge und auch sehr unangenehme Dinge, über die man normalerweise halt nicht sprechen würde, aus Angst, was die Leute von einem denken. Das habe ich schon insgeheim ein bisschen bewundert, aber andererseits war es mir auch unangenehm. Ne, also. Da waren ja einige Szenen, zum Beispiel in Es war eine Szene, wo ich dann dachte, muss ich nochmal lesen? Das habe ich ja nicht verstanden, kann doch nicht sein, oder? Und dann, doch, das steht genauso da, wie wir. Jo. Pass mal auf, da hinten ist ein Knoten. Und da ist eine Trommel am Leuchten. Vielleicht kommt sie mal dahin. Wo ist denn jemand? Da ist, glaube ich, noch einer. Das ist so schade, ne? Die Leute, die haben sich so richtig satt gefressen am Markt, glaube ich. Ist kein Schwein mehr da, oder? Ach nee, es geht ja. Doch, es geht um 6 Uhr los, ne? Ja. Nicht um 8 Uhr? Nee, um 6, ne? Ja, wurscht. So, ist kein Mensch da. Meiner. Die Kassen, sind die alle offen? Ich meine ja. Dann wäre es schon offen, dass das 6 Uhr hieß es doch, ne? 6 bis 3 Uhr. Wollen wir mal gleich mal gucken gehen. Mal gleich mal die Kenyatta anlabern. Mein Busch ist eh gleich rum. Da kommt der. Ja, jo. Hallo. Und du? Was denn? Was geht denn? Ah, falls ihr euch fragt, wo Auni und mein Vater sind, sie sind zu Hause und passen auf die Tiere auf. Die Ormus kommen gut allein zurecht, aber die Pekis kann man nicht so lange allein lassen. Vor allem den alten Feathers nicht. Er wird komisch, wenn Ma nicht da ist. Mein Papa sagt, er hat Bindungsprobleme oder so etwas in der Art. Der arme kleine Kerl, tut mir leid. Auch wenn er mir ein paar Mal fast ins Auge blickt hat. Unangenehm. So. Ich muss mir sowieso mal aufschreiben, das kann ich mir nämlich sonst nicht merken. Wie ist denn das? Nayuma? Wo habe ich Nayuma stehen? Wahrscheinlich bei N, ne? Warum ist denn das hier durcheinander? Warum ist denn das hier bitte schön jetzt durcheinander? Okay, hier. Nayuma. Süßblatt. Süßblatt. Die Dings. Eloisa. Die heißt, die will Stinkkäfer. Und der Auni möchte auch einen Stinkkäfer. Mal mit dir auch noch quatschen. Das Leben ist da im Tal friedlich, nicht wahr? Wenn du dich mit Raph anfreunden willst, dann weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass er Suppe sehr gerne isst. Bring einfach ein bisschen Suppe ins Gasthaus vorbei, dann werdet ihr zwei im Nu die besten Freunde. Liebe durchgehend, geht durch mal. Man muss nur wissen, auf welche Suppe er gerade Lust hat. Achso, er wechselt seine Suppenvorlieben täglich. Ah. Gut. So, bevor ich das jetzt wieder verpeile, gehen wir mal hier labern. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche interessanten Gerüchte gehört? Ich habe das Feuerwerk.
Oh, das wird gut werden. Ich habe den perfekten Ort gefunden, um sie auszulösen. Folge einfach deinem Kompass, falls du dich irgendwie verirrst. Komm wieder, wenn du fertig bist, und ich gebe dir etwas, das sich lohnt. Okay. Nanjuma und ihr Vater kommen fast nie ins Dorf herunter. Wenn sie das doch tun, ziehen sie sich meist in eine ruhige Ecke zurück, so wie jetzt. In ihrem Haus muss es totenstill sein. Ich wünschte, meins wäre das auch. Tons of fun, alles klar. Ach du Schande, was hat denn. Achso, das waren die Käfer und mein Zeug, was ich gesammelt habe. Wollte gerade sagen, woher kommt der ganze Krempel her? Ich soll meinem Zielfinder hier folgen, oder was? Warte, 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 hier war irgendwo gerade eine. Warte mal, hä? Nee. Doch hier. Durchsuche diese Gegend, okay. Ach. Für Blinde. Und nun? Oh. Ja. Upsch. Das war's. Okay. Jo, also für die dicke Bombe habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Für das dicke Ding. Also, es gibt da ein Problem. Das Feuerwerk war Wahnsinn. Definitiv der Höhepunkt des Abends. Oh, wir haben aber einen niedrigen Level oder sowas, ne? Aber sie haben die Schabbas in Streichelzoo verscheucht. Wieder. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was Papa sich bei diesem Tiergehege gedacht hat. Man kann sie nicht einmal streicheln. Sie versuchen ja immer zu ihnen zu beißen. Normalerweise bin ich immer für Chaos zu haben, aber wenn sie nicht wieder eingefangen werden, könnte mein Vater buchstäblich anfangen zu heulen. Kannst du sie für mich einfangen und zurück ins Gehege bringen? Und nimm dir ruhig Zeit. So gute Unterhaltung ist unbezahlbar. Ach, jetzt schon? Ach, bin ich diejenige, der das jetzt machen muss, oder wie? Nee. Die sind nicht da. Oder? Hä? Machen wir hier mal ein bisschen frei. Meint die jetzt ist das richtige Spiel, das sowieso bald losgeht? Ach so, ich dachte, das wäre automatisch. Das muss man auslösen. Ach. Ach so, nee, Moment. Doch. Okay. Okay, wann mal die leuchten, das ist schon mal ganz praktisch. Ah, ich dachte schon, das wäre nur einmal möglich. Das wäre schade gewesen, ne? Ich wollte ja eigentlich mit meinen Leuten vielleicht da noch ein bisschen rumhampeln. Wenn genug Zeit vergangen ist, haben sie vielleicht auch mal wieder Bock drauf. Weil die haben ja jetzt wahrscheinlich da. Also ich meine, Six hat ja wahrscheinlich so eine ganze Population zusammengesammelt. Und wenn man genug Punkte hat, braucht man ja nicht nochmal, ne? So. Okay, hier ist nichts. Ich sehe nichts leuchten zumindest. Also weit rennen die auch gar nicht, ne? Damit zeigen sie wahrscheinlich jetzt auch die Plätze an, wo die überhaupt spawnen, wahrscheinlich, ne? Geht's so, ne? So unbedingt so. So. Macht Sinn. Also hier oben ist ja nichts. Okay, also. Warte mal, wie soll ich denn überhaupt holen? Okay, fehlen noch zwei. Sind dann die Stingis? Da ist noch ein Stingi.
mal, ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen flitzen. Bevor nämlich der ganze Kram da losgeht, muss ich wahrscheinlich mal das erledigt haben. Was sind denn die? Warte mal, da leuchtet, glaube ich, auch noch was. Ach, guck mal da. Das habe ich gar nicht gesehen. Schön. Okay, das Scheiße. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen eng. Was ist denn der? Okay, die positionieren sich schon alle. Und ich suche noch den einen. Den einen, der nie mehr lacht. Guckst du. Problem ist erledigt und damit auch meine Abendunterhaltung. Advent. Trotzdem, du warst die Rettung in der Not. Heute Abend war es eigentlich ziemlich lustig. Danke, Sally. Ich schulde dir was. Vielleicht kannst du das hier gebrauchen? Ansehen, jo. Ansehen kann man immer gebrauchen. So. Soll ich jetzt eigentlich mir schon das Ding hier kaufen? Ich habe noch 1700 übrig. Ja, kann man machen. Einmal frei. So. Six hat sich immer hier hingestellt. Das wird wohl ein guter Spot sein. Ich meine, es ist ziemlich nah. Man hat ein bisschen Übersicht. Ja, also. Ich schätze mal, das könnte was werden. Dass sogar ich das irgendwie gepeilt krieg. Goodie. Wo haben wir dann überhaupt? Wie viel Zeit habe ich noch? 41 Minuten haben wir erst. Fast 42. 41, ja. Jo. Von mir aus kannst du auch daherkommen, Schatz. Das ist mir Wumpe. Ich werde sowieso wahrscheinlich einige durch die Finger flutschen lassen. Weil ich nicht so mit der Reaktion auf der Höhe bin. Nicht schnell genug. Okay. Achso, das war eine Gruppeneinladung. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wer ist das jetzt hier? Wo ist der Hal Jordan? Denk. Oh, okay. So, warte mal, da unten steht dann wahrscheinlich was. One more slot for party. Den weit glitscht. Das sind nicht die, die mich eingeladen haben, oder? Gut. Ich dachte, um 12 Uhr geht's los mit der Fischer, aber vielleicht habe ich mich da auch geirrt. Da, 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 da.
Okay. Ah, Musik. Okay. Ich glaube, ich bin an einem blöden Spot. Ich dachte echt, das wäre es hier. Das wäre hier der heiße Scheiß. Aber anscheinend doch nicht. Oh doch. Ich höre sie überall nur wuseln und quietschen. Man muss halt rennen, ne? Der hat so geschnabbert. Wie die auch knurren, ne? Okay, der war schneller. Da war ich aber noch weit genug entfernt, dass der dann trotzdem noch gegriffen hat. Das war sehr nett. Das war sehr akkurat. Das war überaus freundlich, dass das noch gezählt hat. Okay. Der war auch sehr überaus freundlich, dass der noch gezählt hat, so wie ich da dran vorbeigeschossen bin. Er hat einen, ich habe einen, einwandfrei. Sehr cool. Ach, der ist es. Den wollte ich jetzt gerade schnappen. Am Hals, ne? Schwitzkasten ins Gehege geschleppt. Brauchst nur ein Hütchen aufsetzen und schon geht das. Sind alle so schwer in Bewegung, die Leute, ne? Die haben voll das Interesse dran. Ist das jetzt hier die Musik oder? Ich wollte gerade sagen, ist mein Handy jetzt gerade eben losgegangen? Ich kenne die Musik gar nicht. Also mein Handy hat die Melodie nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Sagen, wie bin ich ein Däube? Das war auch sehr, sehr, sehr kulant. Aber wir sind gut dabei, 91. Sich gegenseitig drauf gestürzt. Okay. 103. Das ist ein schöner Durchschnitt. Jo, irgendwie wird das jetzt hier ein bisschen. Achso, das war.
Das war schon ein Ergebnis. Ah, Mist, das habe ich jetzt. Da muss ich gleich nochmal im Video gucken. Muss ich mal einen Screenshot machen. Okay, alles klar. Campers, sagt da. Irgendjemand, der sich nicht genügend angestrengt hat, meint er wohl. Ja, ich habe mich angestrengt. Ich fühle mich nicht mehr. Ich fühle mich so gar nicht angesprochen. Ja, aber es ist, man merkt schon, ne? Man weiß nicht so genau, wenn hier zum Beispiel das Wort Campers kommt, ist das jetzt so ironisch gemeint? So, ha! Macht nichts, ne? Oder ist das schon so ein bisschen in die Richtung knatschig, ne? Melonenbrötchen sieht ein bisschen aus wie ein Schildkrötenpanzer, oder? Das sieht aus wie bestreuselter Dünger. Plattgefahrenes Häschen. Es grinst aber noch, es find's gut. 2 von 10 Häschen finden das gut. Alle Kängurubeutel. Wie kommen die da auf Kängurubeutel? Egal. Frühlingsblühende Vase, die sieht auch sehr schön aus. Ne? Da, aber wie gesagt, das Ding da, das steckt mir in der Nase. Wenn ich da noch ein bisschen hinarbeite, das wär cool. Aber es hieß Quest und Essensquest. Und ich bin mir nicht sicher, hat er hier extra ein Quest oder was? Schön, dich zu sehen. Und wie ist es? Ich habe gesehen, wie du das Feuerwerk für Kenyatta angezündet hast, und ich dachte, ich wäre der einzige Unruhestifter in der Stadt. Nö. Okay, jetzt geht er. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass Nielka halt gemeint hat, das, was sie kaufen musste, das war so teuer. Aber sie hat ja im Moment auch andere Prioritäten als ich. Ich hatte ja schon 20.000 auf der hohen Kante jetzt. Hab schon mal 25 zusammengesammelt gehabt, und bei ihr ist es ja im Moment so, sie kauft ja strategisch Hausteile und so, deswegen ist man da so generell knapp bei Kase. So, wie ist denn das? Haben wir noch irgendwo. Ja. Wir haben noch 9 Minuten. Das heißt, in ein paar Minuten ist. In ein paar Minuten ist wieder Erntezeit. Dann bin ich mal gespannt, wenn ich mir den Screenshot von unserem Ergebnis anschaue. Wie viele Punkte ich habe und wie viel die meisten haben. Na gut, ich wäre eigentlich auch ein Camper, ne? Ich bin auch nicht hier rumgerannt. Ich bin halt, ja, strategisch stehen geblieben. Und weiß nicht, wie viel hatte ich denn? 8? 7? Wenn wir jetzt maximal auf dem Server 25 Leute sein können. Lass hier mal. Boah, lass mir mal 10 Leute rumgerannt sein. Vielleicht auch 12. Und wir hatten so ungefähr 120 Viecher. Dann ist das schon okay, finde ich. So, es ist halt Durchschnitt, ne? Nee. Ja, gerade noch so. Nur so Durchschnitt. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mich hier so großartig hätte noch besser anstrengen können, ne? Ob ich. Hä? Warum ging das nicht? Ob das jetzt riesig was gebracht hätte, wenn ich das gemacht hätte? So, pass auf, ich gehe aufs Grundstück. Ich soll ja noch was kaufen bei Seki, aber bis ich da hingelatscht bin, das dauert.
Bling. Buh. Haben wir eine überlappende Farm oder was ist los? Hallo? Miep. Ah ja, so. Verkauf aus Versandkiste. 66. Ach ja, ich habe das Gemüse nicht verkauft. Da war was. So, dann schmeißen wir erstmal den ganzen Fisch raus. Das raus. Das ist normale, ne? Ne, pass auf, ich schmeiß trotzdem mal alles da rein. Ach, Lager voll, okay. Pass auf, das raus, das rein. Das raus, das rein, das rein. So ist hier. Was könnte ich denn da jetzt rauspfeffern? Na gut, nehmen wir das raus. Das ist schon eine Haufe Zeug, aber ich glaube, das zählt nicht als 36, sondern als 1, ne? Doch, es zählt als 36. Gut, dann schmeißen wir das so. Das raus, das, 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 das. Hä? Spaßmann, stopf die aus der Chapperhütte. Mai Marktwagen. Okay. Da muss ich mal gucken. Später irgendwann. So, hier. Hier habe ich noch Leder für Sifu. Das Holz gleich verscheuern. Ach, nur die Karotten. Achso, das ist gut. Das ist sehr schön. Da brauche ich nicht großartig viel zu machen. Schmeiß mal gerade mal noch ein paar Karotten hinterher. Achso, nur das. Ach so, es ist ja erst gleich so weit, dass es überhaupt so weit ist, ne? Jo. Das ist ja noch gar nicht so weit. Na komm, nimm schon einfach alle. Wieso wird denn die Zeit nicht angezeigt? Ah, jetzt. Ich habe noch rechtzeitig fertig, bevor das Zeug fertig wird. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, was gibt denn der Dünger eigentlich? Was macht denn der? Der macht ja nicht mehr. Die Pflanzqualität. Ja gut, die Qualitätsware, die verkaufe ich ja eher, ne? Die benutze ich ja nicht wirklich zum Kochen. Wie viele Minuten haben wir? 56, ganz in Ordnung. Ob das jetzt 5 Minuten mehr oder weniger sind, ist auch nicht schlimm. Ich bin zwar ein bisschen hibbelig, so vom Puls her habe ich das Gefühl. Also mein Ruhepuls in letzter Zeit, also in den letzten paar Tagen ist er besser geworden, aber es gibt so Momente, wo ich denke, bisschen früh, bisschen hoch. Also wenn er dann der Ruhepuls so bei 90 ist, das ist nicht so unbedingt, ne? Also wenn er bei 80 ist, ist in Ordnung, aber 90, 110, das ist jetzt nicht so geil. Ah, das ist auch nur so phasenweise. Wo es mir halt auch auffällt.
Aber da ich sowieso einen hohen Blutdruck habe und extra dafür auch eingestellt bin, ist das jetzt, boah. Mir fallen halt viele Kleinigkeiten auf und ich möchte meiner Hausärztin so viele Infos wie möglich geben, dass die eine akkurate Diagnose stellen kann. Und wenn sie aus dem ganzen Wust an Infos, das ich da habe, sich dann rauspicken kann, was überhaupt relevant ist, ist ja, ne, ist ja ihr Ding. Das liegt ja nicht in meiner Verantwortung. Ich habe den Käse ja nicht studiert. Auch wenn ich manchmal denke, ich bin ja voll der kluge Mensch. Also, es ist der Wahnsinn. So. Das alles rausschmeißen. Das auch. Das. Also dann brauche ich das jetzt gerade nicht dabei, wenn das garantiert Lieblingsding von ihr ist. Ach Schande, die habe ich jetzt gar nicht angequatscht. Ah, die habe ich ja jetzt total vergessen. Huch. Ja dann. Gehe ich jetzt noch ein bisschen was eink... nicht rennen, ein bisschen was einkaufen. Ich habe mich schon gefragt, wenn du so viele unterschiedliche Freunde auf der Liste hast, von denen du gar nicht weißt, wer das ist, es wäre natürlich ungünstig, wenn die bei mir tatsächlich Bäume hacken könnten, weil die kann man ja zwar nur nachpflanzen, aber so wie sie jetzt sind, gefallen sie mir ja eigentlich. Oder die Steine weghacken. Also wenn mal irgendeiner blöd kommen möchte, wäre das möglich. Andererseits kriegt man es ja mit, ne? Ich bin ja jetzt nicht so wahnsinnig oft auf meinem Platz. Ich bin ja nur da, um die Maschine anzuschmeißen, dann gehe ich wieder raus. Und halt Gemüse anzupflanzen. Das kam ja erst so später, dass das eigentlich ja geht. Nicht drin. Ganz locker. Voll entspannt bleibe. Also je öfter ich den jetzt sehe, desto eher denke ich, der war schon da, aber. Die 2 Tage, die ich hier nicht verbracht habe, anscheinend, ne? Also 48 Stunden eigentlich. Nee, ich habe um 16, 18 Uhr oder so habe ich gespielt am Samstag. Also so vor 40 Stunden. So. Ich gleich mal kochen. Beziehungsweise ich muss nur aufwärmen, das ist schon mal sehr praktisch. So, was kaufen wir denn? Für den Fall, dass ich es vergesse zu wässern, ne? Ich meine, Milch wäre nicht so viel vorhanden. Ich habe jetzt auch nichts gekocht, von daher ist auch in Ordnung. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, für was ich die Milch brauche. Aber ich habe halt nicht so viel. Ach, jetzt habe ich das Holz vergessen. Jo. Wie mache ich das? Soll ich jetzt noch nach zu Yanayuma laufen? Nee, ich könnte eigentlich jetzt zu Hekla, ne? Die ist noch ein Ticken näher. Da frage ich sie wenigstens, was sie so diese Woche will. Also was Sina eigentlich will, aber vielleicht habe ich ja Glück und Hekla hat auch mal Wünsche. Und warte mal, ist
Mein Grundstück, nee, ist mein Grundstück-Teleporter ist nicht aktiv. Eben dachte ich, der sieht irgendwie dicker, größer, heller aus. Aber keine Ahnung. Ich habe hier eh keine Pfeile dabei, von daher. Habe ich ja auch gerade wieder rausgeschmissen. Ja, die Sonne strahlt so schön auf ihn drauf, ne? Das könnte man auch verwechseln. Jeden Tag stehe ich vor der schwierigen Entscheidung, was ich China zu Abend kochen soll. Vielleicht reichen heute gefüllte Pilze. Wie sind? Die Sonne ist ästhetisch sehr ansprechend. Ich habe nie gesehen, bis China mich. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe es nie gesehen, bis China mich vor der übermäßigen Lagerung von Gegenständen befreit hat. Ich kannte sie nur aus dem Lehrmodul, das in meinen Runen eingebaut war, und aus den Einflüsterungen, die mir die anderen Galdurs in den Kopf geflüstert haben. Du hörst Stimmen. Ich wünschte, ich hätte auch mal die Zeit, um mit einem Stock Fisch aus dem Wasser zu locken. Okay. Ich würde Jina gerne Forellenbarsch zum Abendessen machen. Ach. Aber angeln zu gehen würde leider bedeuten, dass ich ihr von der Seite weichen müsste. Forellenbarsch. Dings hier. Forellenbarsch, das ist ja eher Flussvieh, oder? Forelle. Das ist. Könnte das der grüne sein? Ich habe zwar jede Menge Barsche. Nee. Ich habe zwar jede Menge Barsche in meinem. In meiner Kiste für die. Für zum Kochen, falls. Falls ich da mal ein Kochrezept kriege. Oh Gott. Das ist doch Forelle. Das ist der Schwarz. Gabel. Okay. Hä? Schwarzbarsch, Forellenbarsch. Ich hatte gedacht, der wär so blau. Blaugrün meine ich. Der grüne wäre es eigentlich, der da unten. Der da aber. Ne? Also hier heißt er Forellenbarsch. Honigschmerle. Ah, okay. Gut, dann habe ich mich doch nicht verguckt. Das steht halt falsch. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte nämlich, das wäre so ein Forellenbarsch. Das heißt, da unten am Fluss. Am Meer. Wenn ich es von zu Hause hole, ist es schneller. Aber. Sagen wir mal so, ich würde es beim nächsten Mal nochmal mitbringen. Und dann sehe ich ja, ob ich das am selben Tag hätte erledigen müssen oder ob es tatsächlich. Also es heißt ja, man hat die ganze Woche Zeit, aber eine Woche ist bei uns ja ein Real-Life-Tag. Also.
Nö, ich mache mir jetzt da keinen Stress. Ich habe jetzt was geschenkt bekommen. Ich habe ja dieses Plüschvieh habe ich mir gekauft und das andere Plüschvieh habe ich gewonnen. Und dann noch irgendwie so ein Stand. Das ist reichlich. Da werden wir jetzt nicht gierig. Aber noch genügend Zeit für. So, außerdem ist ja schon längst eine Stunde rum. Und da werden wir jetzt hier ganz locker bleiben. Gar keinen Stress machen. Ist nichts, was einem wegläuft. Wenn man so alt ist wie ich, weiß man, gute Filme werden oft wiederholt. Und Nielka meinte, und wenn es scheiße sind, die Filme, werden sie noch mehr wiederholt. Obwohl sie recht hat, hat sie recht. Also so oft wie jetzt ein bestimmter Film wiederholt wurde, das ist schon faszinierend. Allerdings kann ich auch wiederum verstehen, weil er sehr amüsant ist, nachdem man eben Cinema Therapy gesehen hat und die sich über den Film ausgelassen haben. Dann ist er richtig lustig. So, das war's. Jetzt machen wir hier Stopp. Es sei denn, der kleine Chopper kriegt sich da unten nicht ein. Bling. So. Ophelia. Achso, das ist ja schon die Freundesanfrage, ist ja schon durch. Gut, alles klar.